Good day! Willkommen zu unserem Vlog. Wir sind die Student Ambassadors von der Macromedia für die ICMS in Sydney. Und wir sind hier gerade auf dem Balkon von der ICMS und im Hintergrund könnt ihr Student Event sehen. Und im Folgenden werden wir euch gleich ein bisschen mehr über die Business Detailing erzählen, weil es bestimmt euch interessieren würde, wie das hier mit den Regeln funktioniert. Aber es ist zu sportlich. Also auch schon von den Sneakers her und auch vom T-Shirt. Und am besten auch die Haare nach hinten machen. Genau. Farblich passt es doch schon gut. Aber trotzdem, die Jeans am besten mit einer Anzugshose oder ein Kleid tauschen. Und genau, und am besten auch noch einen Blazer tragen. Ah, das gefällt mir doch. Also. Bei den Absetzern nicht länger als 5 cm gehen und das Kleid passt von der Länge perfekt, ein bisschen über die Knie, passt zu ihrem Blazer farblich und sie hat ein Namensschild an, was mir auch gefällt, weil so kann ich sie direkt ansprechen. Also, wir haben hier ein Beispiel, wie es nicht gehen könnte. Ich zeige es dir mal ganz kurz. Hier an ICMS gilt zum Business Attire Anzugsschuh, was dazu passt. Auch eine Anzugshose und Anzugsjackett, also farblich muss es zusammenpassen, eine Krawatte, eine grüne Krawatte und am besten die Cappy und die Sonnenbrille weglassen. Genau, gehen wir weiter. Ah, da haben wir schon einen, der sich schon zumindest richtig kleidet. Aber noch kleine Modalitäten müssen hier noch erklärt werden. Und zwar die Krawatte natürlich gebunden. Ein bisschen darauf schauen, dass es natürlich professioneller aussieht. Das soll nicht einfach wie so ein T-Shirt sein, was man sich kurz anzieht und dann zur Vorlesung geht. Ansonsten passt alles von Anzugshose, Anzugsschuh, Anzugshemd, Anzugsjackett, die richtige Wahl getroffen. Gehen wir mal weiter. Oh, du kommst mir jetzt gerade weg. Da haben wir doch ein gutes Beispiel gefunden. Also, auch hier von Anzugsschuh bis hin zu Anzugsjackett, alles perfekt. Farblich ineinander sehr gut passend. Und sogar mit dem Namensschild, weil wir hier an ICMS auch natürlich direkt ansprechen wollen, auch mit dem Namen, passt perfekt. Aber keine Sorge, das ist nur zur Vorlesungszeit. Ansonsten kannst du dich hier an ICMS immer normal kleiden. Genau. Abschließend werden wir noch ein paar Eindrücke mit euch teilen, wie es hier so ist. Und wir können sagen, dass wir eine sehr coole Zeit bisher verbracht haben, sehr viele neue Leute kennengelernt haben, die Kulturen auch sehr unterschiedlich sind. Time I was hiding in myself, and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns ruhig. Wir sind gerne da, um euch zu helfen. Die E-Mail findet ihr in der Infobox. Und ansonsten?